Guck. Ja, ich sehe wieder. Jo, ich wollte jetzt für meinen Kanal auch mal hier ein paar Sachen über Escalon Online loswerden. Und wer es noch nicht weiß, Escalon Online, der Server ist down. Ja. Wir hatten ja zuletzt hier den Stream gehabt mit Siriak und Eleonora. Das letzte Bild, was wir gesehen haben, ist die beiden zusammen im Bett lagen ging und geschlafen haben. So, ich wollte das ganze Ding ja noch ein bisschen ausbauen, aber dazu soll es aber leider nicht mehr kommen, was nicht an mir liegt, sondern an den Serververantwortlichen. Und ich möchte dann laut aus dem Forum vorlesen, der letzte Eintrag. So, guten Abend zusammen. Ich werde nicht lange um den heißen Brei reden oder ausführlich werden. Liriel, Nemora und Andurien verlassen das Team. Es gab zu viele Reibereien und Ecken, an denen das Team nicht vorbeikam. Was wird nun aus Escalon? Gute Frage. Das Projekt wird eingestellt und neu aufgelegt. Es wird kein Reset sein. Loki, wir und ich werden uns an ein neues Konzept setzen, dieses ausarbeiten und, wenn es soweit ist, eine Ankündigung verfassen. Ich bedanke mich bei jedem, der uns bis hierhin begleitet hat und jetzt gehen will. Ich entschuldige mich bei all jenen, die wütend sind und es nicht verstehen können. Ich hoffe, dass noch einige von euch ein Auge auf uns haben werden, bis wir zurückkommen werden. Mit freundlichen Grüßen und auf bald, Len W. Jo, das ist der Text dazu aus dem Escalon Forum. Ich persönlich finde es äußerst bedauerlich und sehr schade, weil, wie gesagt, die Geschichte wird mit der Eleonora und dem Siriak, der Siriak von mir natürlich gespielt, Eleonora gespielt, vom Max Mustermann haben wir ja gehört. Haben wir ja gehört in den Streams. Er war ja auch mit dem Teams im Discord. Ja. Wie gesagt, dieses Video, kleine Video, jetzt mache ich nur, bevor hier Fragen kommen für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, was mit Escalon los ist, warum hier keine Streams mehr kommen, liegt einfach daran, dass das Ding offenbar erstmal vom Tisch ist hier von den Verantwortlichen. Und wie man ja gerade gehört oder ich vorgelesen habe, da wollen die irgendwas Neues machen. Ich hoffe natürlich auch mit der Map. Ansonsten, wenn man mit der Map nichts mehr macht, ich meine, da steckt sicherlich sau viel Arbeit drin, dieses Faranga dort nachzukreieren. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt. Es wäre natürlich schön, wenn wir die Figuren beibehalten könnten, die wir hatten, wenn sie jetzt was Neues machen. Aber ehrlich glaube ich nicht daran. Wer da was Besseres weiß oder mehr weiß, kann gerne in die Kommentare schreiben. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, die jetzt hier bei mir gerne Escalon gesehen haben und sich nicht weitgehend anders informieren wollen und einfach mal hier reingucken wollen, was ist los. Ja, wer mehr weiß, einfach in die Kommentare. Fertig. Ja. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein an der Stelle. Ja. Damit würde ich sagen, ich hoffe, was würde ich sagen? Ja, wir haben ja noch andere Stream-Projekte, SKO nach wie vor, JKO. JKO, das ist momentan auch ein schwieriges Thema. Ich hoffe mal, das kriegen wir wieder hin. Ansonsten, ich habe da sicher noch ein paar Sachen im Petto, keine Angst. Und damit würde ich mich für jetzt verabscheuen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit hier an dieser Stelle. War eine schöne Zeit auf Escalon, war nicht lange, war nicht geplant, aber war schön. Ja. Und damit Dankeschön und auf Wiedersehen.